Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir machen jetzt die nächste Bonus-Episode, Wundersamer Fluffeluff. Und ich kenne die Bonus-Episode nicht. Und bin mal gespannt. Dieser Krakelo, wie er immer schnarcht, ey, schlimm. Psst, psst, Gildenmeister. Ich bin das Plaudergeil. Psst, ja, ich komm rein, psst. Okay. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Ja, der perfekte Apfel. Juhu, vielen Dank. Okay. Na, ah, das ist das letzte Mal. Jede Nacht schleiche ich mich in den Vorratsraum, um dir einen perfekten Apfel von dort zu holen. Das reicht mir. Bitte erlaube mir, damit aufzuhören. Bitte. Obwohl, wie ich ihn kenne, wird der Gildenmeister dann selbst einen perfekten Apfel um einen. Was? Wird sich der Gildenmeister dann selbst um einen perfekten Apfel kümmern? Ah. Oh, was ist das? Ist das ein Apfelglobus? alles in Ordnung. Ist nicht kaputt gegangen. Wie schön. Ich dachte schon, er würde zersplittern oder zerbersten, wenn er mir runterfällt. Aha, dieses Item ist ja wohl sehr teuer, Gildenmeister. Normalerweise gehst du doch gar nicht so zimperlich mit Items um. Aber schön zu sehen, dass es Items gibt, die du hegst und pflegst. Um perfekte Äpfel kümmerst du dich immer gut, Gildenmeister. Ja, jeden Tag aufs Neue. Aber der Abwehrglobus ist wohl eine ganz besondere, wertvolle, exklusives Item. Ja, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich. Nur, das Item wirkt nur bei Käfer-Pokémon. Für dich ist es also nicht sonderlich hilfreich, aber trotzdem gibst du derart Acht darauf. Ja, was sagst du? Stimmt, was du sagst, stimmt genau. Aber es ist wirklich ein einzigartiges Item. Ja, einzigartig? Genau, einzigartig. Dieser Globus ist der Grund, aus dem ich mich entschlossen habe, Erkunder zu werden. Der Grundstein sozusagen. Ah, jetzt erzählt er Geschichte, okay? Bonus-Episode 2, Wundersamer Fluffeluff. Yeah. Damals. Ja, damals, als ich noch sehr klein war. Ich war noch ein Knuddel. Noch kein Knuddeluff, damals war ich noch ein Fluffeluff. Ding, ding, ding. Wir lebten alle einfach ein einfaches Leben in einer friedlichen Ebene. Ich wuchs in diesem kleinen Haus auf. Fröhlich zusammen mit meinen Eltern. Okay. Wie süß. Wie süß. Ja, guten Morgen, Fluffeluff. Ja, guten Morgen, Papa, Mama. Sag mal, Fluffeluff, du spielst heute wieder mit deinen Freunden, nicht wahr? Ich habe reichlich Gummibonbons eingekauft. Nimm doch ein paar für euch mit. Oh ja, danke, Mama. Yeah, Fluffeluff erhält eine Menge Gummibonbons von Mama. Fluffeluff! Ich weiß nicht, wer das sagt. Fluffeluff, lass es spielen. Yo! Sieh mal, deine Freunde kommen dich abholen. Pass auf dich auf. Und komm zurück, bevor es dunkel wird. Na klar, ich geh da mal. Jo, mit Fluffeluff in der Hauptrolle, cool. Bitte beachte, dass, ja, Fluffeluffs Bett sichern, das Bett von Fluffeluff befindet sich um links. Ja, okay. Oh, cool. Oh mein Gott, wie süß er hüpft. Oh mein Gott, wie cool. Oh, ich muss mir neue Stimme ausdenken. Oh, keine Ahnung. Oh, Fluffeluff. Hallo, alle miteinander. Juhu! Warte, was? Juhu! Los geht's, los geht's! Yeah! Hey, was wollen wir heute spielen? Nein, lass uns im Schlamm spielen. Hey, Kid, das möchte ich nicht. Im Schlamm zu spielen, es gehört sich nicht für eine Dame. Hm. Ich habe ein paar Gummibonbons dabei. Möchte jemand von euch eins? Oh ja! Yeah, ich möchte eins. Ja, yeah, Gummibonbons, oh, wie schön, wie lecker. Oh. Yeah! Yeah. Was soll ich jetzt machen?
Items Team? Reden? Du bist der beste Fluffeluff. Ich bin auch froh. Lieber Freund. Ja. Yeah. Juhu, Gummis. Ja, yeah. Wie sind sie? Großartig, lecker. Oh mein Gott, danke schön. Juhu, ich liebe Gummis. Danke, Fluffeluff. Yeah. Hey, ihr da! Genau hier! Was macht ihr da? Oh Gott. Ja, die. Ja, die beiden Städte und bei Nettet Bier und Skora. Oho. Nein. Ja, der Fluffeluff. Du hast also Gummibonbons? Ja, wir wollen auch welche. Ja, und zwar viele in Mengen. Haufenweise Gummibonbons. Aber natürlich, liebe Freunde. Warum lässt sich Fluffeluff mit diesen Stützohren ein? Ich habe schon mal beim Date mit seinen Freunden gespielt, aber sie wollten normal das bestimmen und wenn man sie alleine trifft, können sie echt gemeinsam. Ja. Anscheinend. Was? Anscheinend hat Fluffeluff keine Angst vor den beiden. Na komm, die Bonbons sind so lecker. Ja, sonderbar, dass dieser kleine rosa Farbklecks keine Angst vor uns hat. Naja, sie schmecken köstlich. Ist ja auch egal, solange wir über ihn bestimmen können. Hey, gib uns noch ein Gummibonbon. Mir auch. Aber gerne. Oh, huch. Ich hab keine mehr. Dabei hatte ich noch so viele. Was wohl mit ihm passiert ist? Tut mir leid. Ist schon okay. Wow. Immerhin haben wir alle weggefuttert. Hat er das gar nicht gemerkt. Geht schon. Wir vergeben dir noch einmal. Ja. Aber bring nächstes Mal gefälligst ein paar mehr mit. Na klar, liebe Freunde. Merkt Fluffeluff gar nicht, wie Banette ihn ausnutzt. Aus so ein Verhalten kann ich gar nicht leiden. Ja, das ist gar doch nicht auszuhalten. Ich stehe besser nicht ein. Zu groß. Was? Sie sind größer als wir und wirklich furchteinflößend. Ja. Ja, miteinander. Wir sollten mit der Mama von Fluffeluff sprechen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ja. Genau. Yeah. Alter, ich weiß gar nicht, wie viel Stimme ich da. Ich kann mir gar nicht so viel Stimme ausdenken, Mann. Schlafe, mein Kind, und träume süß. Ach, was bist du knuddelig? Oh, wie süß. Schlafe, mein Kind, und träume süß. Ja. Ah, so gut, er schläft jetzt. Hey, Papa, ich habe mir wegen einer Sache Gedanken gemacht. Ah, ehrlich? Ja, worüber denn, Mama? Die nennen sich echt gegenseitig Papa und Mama. Die Freunde von Fluffeluff haben mir heute etwas erzählt. Fluffeluff wurde von ein paar Schlitzohren ausgenutzt. Schlitzohren? Wie? Genau. Die Freunde von Fluffeluff kamen, um mir davon zu berichten. Sag, Papa, was meinst du, dass er dadurch schlechte Manieren annehmen und so wie die Schlitzohren werden könnte? Manchmal frage ich mich, was im Kopf dieses Kindes wohl vor sich geht. Das frage ich mich aber auch, ey. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Ja, das ist in der Tat besorgniserregend. Aber ich denke, es ist okay. Fluffeluff ist immer noch so gut gelaunt und aufgekratzt. Ganz gleich, welchen Eindruck er auf andere macht, ein Grund. Im Grunde, seines Herzens ist er rein und gut. Und ganz nebenbei hatten wir diese Diskussion nicht schon einmal. Damals, als ich zusammen mit Fluffeluff den Berg gestiegen bin, auf unserem Rückweg. Als Fluffeluff und ich vom Berg zurückkehrten, da wurden wir plötzlich von einem Unwetter überrascht. Wie süß Fluffeluff hüpft. Das ist... Oh, sweet. Ich habe Angst. Ist alles in Ordnung, Fluffeluff? Ja. Oh, spürst du das? Der Sturm bringt den Boden zum Schwanken. Wir müssen schnell vor diesem Berg hinunter. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Beeilung! Ja. Ach, Mann. Ja. Fluffeluff. Und genau in diesem Augenblick, da löste sich dieser riesige Felsbrocken direkt über mir. Papa! Gar nicht gut, der wird mich zermalen. Und gerade als ich das dachte. Luffy! Heilige Scheiße!
Da wurde der Felsbrocken irgendwie in Stücke zerschmettert. Ich wurde nicht vom Felsbrocken zermalmt, sondern auf wundersame Weise gerettet. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was genau passiert ist, aber ich bin mir sicher, dass Fluffaluff mich gerettet hat. Das weiß ich ganz genau. Der Bengel hat eine sonderbare Gabe oder sowas ähnliches. Es ist nicht einfach nur eine Fähigkeit, sondern sobald jemand gefährdet ist, kommt die Gabe zum Vorschein. Ich habe so eine Ahnung, dass diese Gabe eine unermessliche Güte gegenüber allen anderen Wesen entspringt. Okay, ich verstehe deine Sorgen gut, Mama. Aber ich denke, wir sollten unserem Kind etwas mehr vertrauen, nicht wahr? Ja, du hast recht. Es tut mir leid, Papa. Es wird ihm schon gut gehen. Immerhin ist er unser Sohn. Ja, es ist gut, besorgt zu sein, Mama. Also nicht, sei nicht so betrübt. Dass du dir Sorgen machst, Mama, das zeigt doch nur, wie gern du den kleinen Fluffaluff hast, nicht wahr? Ja, das stimmt. Dankeschön, du hast mich beruhigt, Papa. Alter, Fluffaluff war schon damals ein Gott. Dim, dim, dim. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluffaluff. Yeah. Okay, ich geh da mal. Bis später. Pass auf dich auf. Jo. Hä? Jo, der Gunnar spielen? Ja, genau, lass uns gemeinsam mal Gunnar spielen. Wir wollen in der Zukunft ein Erkundungsteam gründen. Also dank, sollten wir trainieren und unerforschte Gebiete erkunden. Was meint ihr? Tolle Idee, nicht wahr? Aha, ein unerforschtes Gebiet. Wohin soll es denn gehen? Hey, das ist eine gute Frage. Du würdest wirklich einen guten Erkundungslehrling abgeben, Knospi. Wir haben uns bereits für einen Ort entschieden. Den Trübwald. Was? Trübwald, habe ich gehört. Oh, ohne mich. Das will ich nicht. Es ist streng verboten, diesen Wald zu betreten. Das hat mir meine Mami gesagt. Es geht sogar das Gerücht darum, dass ein großes, furchteinflößendes Monster in diesem Wald haust. Warum sollten wir dorthin gehen? Denkst du nicht auch, dass die Erkundungsteams gerade einen solchen Ort besuchen würden? Aber nun sag bloß, bedeutet das etwa, dass ihr Angst habt, dorthin mitzukommen? Nein, ich habe keine Angst. Es ist nur, dass ich diesen Ort... Was? Dass man sich nicht an den Ort... Was? An Orte begeben sollte, die einem verboten worden sind. Oh mein Gott, mein Deutsch. Das mag ich nicht. Ihr könnt alleine gehen. Ich auch nicht. Ich halte mich da lieber raus. Dasselbe geht für mich. Und Fluffaluff macht mit, oder wie? Na, wie bitte? Was für ein schöner Haufen Feiglinge. Haben vor Angst die Hosen voll und bekommen dann mit diesen peinlichen Entschuldigungen. Das ist doch lächerlich. Sie werden wohl kaum ein echtes Erkundungsteam werden, wenn sie mal groß sind. Mit dieser Einstellung wird das nichts. Hey, was ist eigentlich ein Erkundungsteam? Wie bitte? Du weißt nicht einmal, was ein Erkundungsteam ist? Nein. Wow. Aber du bist immer noch hier. Heißt das, dass du mutig genug bist? Ja, genau. Nee, okay. Na, dann lass uns gehen. Oh ja, super, meine Freunde. Also gut, lass uns zusammen Aufstellung einnehmen. Sehr gut. Ab jetzt sind wir ein Erkundungsteam auf dem Weg zum Trübwald. Nimm einen Mut zusammen und es kann losgehen. Jawohl. Juhu. Ja, ja. Oh ja. Wow. Ja. Fluffaluff ist so süß. Trübwald. Yeah. Trübwald E1. Haben wir... Ja, wir haben einen Schatzbeutel, okay. Was haben wir für Attacken? Ah. Welches Level sind wir? 17. Krass. Dim. Fund macht Damage. Fund macht richtig, richtig Damage. Aber wir können nur unsere Attacken einsehen, okay. Hallo, Owei. Gib mir die Eisendorn. Ich will haben. Wieso ist Pyngskora so weit hinten? Immer. Ständig. Siedelbeere. Nadelrakete.
Und besiegt, schöne Sache. Und ein Defense-Schal, okay, den will ich auch gleich mal geben. Mir. Und Eisendorn fixieren. Kann man ja mal machen, ne? Blenzer, Scanner-Orb, meh. Und komm, Belebersam, super geil, super, super geil. Hallo Bohami und hallo Hobelupf, nee, Hopsprotz, Hopsprotz, Spross, meine Güte. Deutsch, wo bist du hin? Nicht vorhanden, ja, gut, merke ich. Apfel. Ah, komm, das schafft Pions Gora alleine. Hallo, Weberak. Oh. Okay. Oh, ich hab Schluck auf. Das ist nicht cool. Ja. Ah, so. Ich hoffe, er ist weg. Du kannst auch nur Kackattacken einsetzen, oder? War nett. Hallo? Er hat Fadenschuss sogar in die richtige Richtung gemacht, Alter. Respekt. Bist ja krass unterwegs, Hornio. Muss ich ja schon sagen. Ach ja. Dim, dim. Ja, Leute, wisst ihr, was behindert ist? Mein Internet ist heute weg. Das ist... Ich bin total behindert. Ich habe mal gegoogelt und im Internet wurde gesagt, oder beziehungsweise, ja, Google hat halt gesagt, dass ich, dass viele Leute Probleme heute haben, was Internet angeht. Und außerdem meint sein Kumpel, dass halt, weil unserer Kackstadt hier, unserem Kackdorf, neue Leitungen verlegt werden, dass dadurch das Internet weg ist. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt, aber ich weiß, dass es nervig ist, dass mein Internet weg ist. Es ist total behindert. Total ätzend. Aber, was soll's, nutze ich den Tag halt, um aufzunehmen. Um ein bisschen vorzuproduzieren. Und hoffe, dass mein Internet morgen wieder da ist, ey. Ja, wir sind ziemlich weit gekommen. Das ist wirklich ein ganz schön dunkler Ort. Ja. Nanu, was ist passiert, Pianskora? Das hier ist der Ort, den man wirklich nicht betreten sollte. Die Tiefen dieses Waldes und das Gerücht, dass hier ein schreckliches Monster haust. Ja, was soll das? Jetzt, wo wir hier sind, bekommst du plötzlich Angst. Dafür habe ich kein Verständnis. Aber jetzt, wo du sagst, da fange ich auch plötzlich an, Angst zu haben. Uiuiui. Oh, da geht's noch tiefer in den Wald. Wie gruselig. Das ist schon etwas. Sag, sowas nicht, du. Du Feigling. Was ist es? Jetzt, wo du sagst, Manette, du hast auch richtig Angst, oder? Angst? Ich? Was für ein Unsinn. Hör auf, den Tapferen zu spielen. Obwohl du etwas anderes gesagt sagst, sehe ich die Angst in deinen Augen. Ja, nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich werde euch beweisen, dass ich keine Angst habe. Hey, du schreckliches Monster, hörst du mich? Was? Ich bin der große Banett. Ich bin ein Kunde. Wir sind gekommen, um dich zu schlagen. Also Schluss mit dem Versteckspiel. Komm schon raus. Oh Gott. Es kommt nicht raus. Was soll das denn? Hier ist nichts. Ich wusste es. Ich wusste es von Anfang an. Ich wusste, dass es sich nur um nichts als ein einfaches Gerücht handelt. Hier gibt es kein Monster. Hier war niemals eins. Ist das so? Fluffluff macht einfach mit. Nun gut, anscheinend ist diese Erkundung damit vorüber. Alle miteinander, lass uns nach Hause gehen. Jawohl. Auf ein. Habt ihr das auch gehört? Ich habe eine Art Knurren gehört.
Oh Gott. Ihr dort, sagt ihr nicht. Ihr seid ein Erkundungsteam. Verschwindet. Hier reinzukommen. Wer in aller Welt glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Das Monster. Hey, Fluff bleibt einfach da. Ja, was soll das, ein Haufen Gehirn? Huch, wolltest du nicht gerade noch mehr? Auch du, Junior, lauf besser schnell davon. Wenn du hier bleibst, wird etwas Schlimmes passieren. Entschuldigung, Onkel. Was machst du hier, Onkel? Was? Hast du aber keine Angst? Hast du keine Angst vor mir? Nein, keine Angst. Aber was machst du denn hier, Onkel? Was? Was für ein eigenartiger kleiner Gesell. Nun sag schon, sag. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nach Hause gehen. Wenn du mir antwortest, gehe ich auch. Antworte. Auf keinen Fall, verschwinde. Eine kurze Antwort reicht schon. Reichlich. Das ist nicht locker. Nun gut, anscheinend habe ich keine Wahl. Ich werde dir von mir erzählen. Komm mit. Ja. Reicht jetzt? Einfach so? Really? Ein Höhleneingang inmitten des Waldes. Rein da. Von der Pedo, ey. Oh, cool. Oh, wow. Unglaublich. Geheimversteck. Eigentlich nicht. Kein Geheimversteck. Einfach nur mein bescheidenes Zuhause. Mein Name ist Amaldo. Ich war einmal ein Erkunder. Aber das ist Vergangenheit. Wegen dieser einen Sache. Ich habe mit dem Erkunden vorübergehend aufgehört. Und in der Zwischenzeit wohne ich hier. Sag, was ist der Erkunden? Wie bitte? Du weißt nichts über das Erkunden? Erkunden macht Spaß. Es ist unglaublich aufregend. Und des Weiteren müssen wir den Part beenden, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.